Все больше и больше экономистов и крупных инвесторов из разных стран утверждают, что... Guten Tag, sehr geehrte Zuschauer, Zuhörer und Gäste im Studio. Heute ist der 18. Mai 2020. Immer mehr Ökonomen und Großinvestoren aus unterschiedlichen Ländern behaupten, dass ein weltweiter Finanzkollaps ähnlich der Weltwirtschaftskrise von 1929 kurz bevorsteht. Ist das wirklich wahr? Wenn noch immer mehr Länder die Beschränkung aufheben und sich das Geschäftsleben normalisiert. Oder aber ist dies bereits der Beginn der letzten Phase des Dollarkollapses und später des Goldpreises, wie sie bereits früher im Jahre 2013 sagten. Wahrscheinlich wird der Bitcoin, der von den Globalisten getestet wurde, ihren Platz einnehmen. Oder doch etwas anderes? Ich mag diese Experten, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ehrlich gesagt, wäre es aus Sicht der Konzeption gesellschaftlicher Sicherheit gut gewesen, noch Anfang April den ersten Teil einer analytischen Notiz zu schreiben. Denn da alle Steuerungssubjekte, Steuerungsziele und die Ziele des Steuerungsmanövers bezüglich des Coronavirus dieser globalen Epidemie von Covid-19 bereits Anfang April kristallklar erkennbar waren, hätte der erste Teil der analytischen Notiz bereits zu dieser Zeit geschrieben werden können. Aber leider hat der Fonds nicht die Gelegenheit dazu. Wir arbeiten an einer umfangreicheren Theorie. Wir haben bereits sowohl die analytischen Notizen Krieg und Staat als auch Bolschewismus geschrieben. Und wir arbeiten auch noch an verschiedenen anderen Werken. Und diese Nische wird durch Frage-Antwort gefüllt. Noch dazu erscheint diese Sendung wöchentlich und erfordert daher einen gewissen Arbeitsaufwand. Also, worum geht es hier? Heutzutage müssen alle historisch entstandenen Staaten sowie einige Projektstaaten, nachzulesen in der Arbeit Staat, über ein Minimum an Kompetenzen im industriellen Bereich der Volkswirtschaft verfügen, um autonom das Funktionieren des Staates auf seiner Grundlage zu gewährleisten, so dass es kein globales Verteilungssystem mehr gibt. Das wird jetzt nicht mehr benötigt. Die Sache ist die, die Politik der goldenen Milliarde wird weiterhin umgesetzt. Die Politik zur Errichtung des europäischen islamischen Kalifats wird weiterhin umgesetzt, so wie auch viele andere Fragen bezüglich der Umstrukturierung der Welt weiterhin umgesetzt werden. Doch was muss zuallererst getan werden? Die Masse muss von den Prozessen der Steuerung ausgeschlossen werden. Infolge der Selbstisolation durch die Coronavirus-Epidemie, Covid-19, leiden in erster Linie kleine und mittelständische Unternehmen. Sie werden einfach zerstört. Aber kleine und mittelständische Unternehmen sorgen vor allem für Komfort innerhalb ihrer Länder. Sowohl kleine als auch mittelständische Unternehmen bilden die Hauptmasse, die in den Genuss dieses Komforts kommen. Das betrifft vor allem touristische Dienstleistungen. Die Aufgabe besteht darin, die Bewegungsfreiheit dieser Menschen einzuschränken. Das heißt, jetzt sind sie auf eine Weise getroffen worden, dass sie zwar gerne nach Thailand oder in die Türkei reisen würden, aber sie infolge der Selbstisolation so geschwächt wurden, dass sie nicht in der Lage sind, den Massentourismus in der Weise sicherzustellen, die nötig wäre, um die Tourismusbranche in den einzelnen Ländern aufrechtzuerhalten. Der Tourismus soll zu etwas werden, das nur den Eliten zugänglich ist. Es werden Beschlüsse getroffen, dass nun neue Regeln für Flüge in Flugzeugen eingeführt werden. Gibt es drei Sitze in einer Reihe, so hat der mittlere Sitz leer zu sein. Gibt es zwei Sitze in einer Reihe, dann gilt eine Sitzordnung, die einem Schachbrettmuster gleicht. Das ist doch verrückt, völliger Blödsinn. Aber was bedeutet das für die Fluggesellschaft? Für die Fluggesellschaften bedeutet das,
dass nur die großen Fluggesellschaften überleben werden, die eine große Auswahl an Flügen, Strecken und Verbindungen auf diesen Flugstrecken anbieten können und die auch einige Rabatte gewähren können. Da die Ticketpreise stark ansteigen werden, wenn das Flugzeug nur zur Hälfte oder sogar nur zu einem Drittel besetzt wird, werden Flüge für die große Mehrheit der Menschen unerschwinglich. Das heißt, die Bewegungsfreiheit wird nur für die großen Menschenströme gestoppt. Die Länder machen jetzt dicht. Es heißt, wir haben das Coronavirus überwunden, aber in anderen Ländern ist das noch nicht so. Sollen wir es wieder importieren? Wozu wird das gemacht? Um die heimische Wirtschaft so umzustrukturieren, dass aus dem Komfort- bzw. dem Dienstleistungsbereich der Wirtschaft ein Produktionsbereich wird, welcher notwendige Gegenstände herstellt, damit die Menschen mit Arbeit beschäftigt sind. Denn die Möglichkeit, ein freies Leben zu führen, eine Welt ohne Grenzen, spiegelt momentan nicht die Interessen des globalen Prädiktors in Bezug auf die Umgestaltung der Welt wider. Die Welt soll in Segmente aufgeteilt werden. Dann nämlich werden kleine Staaten gegen ein einziges Konzentrationszentrum der Steuerung überhaupt nichts ausrichten können. Und es wird nicht nötig sein, überall Stützpunkte zu errichten. All diese Flugzeugträgerkampfgruppen werden nicht benötigt, obwohl China bereits den dritten Flugzeugträger baut. Alle sozialen Prozesse weisen eine gewisse Trägheit auf und sind zeitlich gedehnt, obwohl alles, was jetzt geschieht, ziemlich schnell vonstatten geht. Das Leben auf dem Planeten Erde verändert sich ziemlich rapide. Jetzt ist es notwendig, die Länder in National- und Projektstaaten zu isolieren und ihre Wirtschaften einem Umbau zu unterziehen. Deshalb muss die Migration von großen Menschenmassen gestoppt werden. Was die Stabilisierung der Weltwirtschaft im Allgemeinen betrifft, so sind vor dem Hintergrund der Produktionsstopps die Derivate dermaßen im Keller, dass die Inflationsblase sehr viel kleiner geworden ist. Wir sprechen von Billionen. Aber wer mit dieser Information wirklich umgehen kann, wer genau weiß, wo, was und wie es sich zugetragen hat, versucht diese Information nicht nach unten durchsickern zu lassen. Was ist also die Aufgabe? Die saubere Hightech-Produktion in China zu belassen. Und die anderen Länder der Welt, die nationale Gerichtsbarkeiten, auf die Produktion anderer Dinge, wie zum Beispiel Kleidung, zurückzustellen. Es soll nicht eine große Textilfabrik geben, sondern viele kleine Textilfabriken, die größer sein werden als ein Atelier, weil sie für den Massenkonsumenten arbeiten werden. Gleichzeitig dürfen sie aber nicht zu groß sein, um den Markt nicht mit Waren zu fluten und nicht mit riesigen Fabriken zu konkurrieren, wie das jetzt China tut. Oder zum Beispiel die Schuhproduktion zurückzubringen, damit italienische Schuhe in Italien und nicht in China hergestellt werden. Die Schuhproduktion in China wird in dem für das Land benötigten Ausmaß behalten. Und wenn dieser alltägliche Bereich der Lebensversorgung des Staates zurückkommt, und nur dieses Segment wird zurückkommen, irgendwelche Schlüsselbereiche der Produktion zurückzuholen, zum Beispiel ist für jeden historisch entstandenen Nationalstaat die Produktion von Hightech-Produkten wie Waffen von existenzieller Bedeutung, wird nach wie vor nur einigen wenigen erlaubt sein, so dass kein Nationalstaat und kein Projektstaat der globalen Steuerung Bedingungen stellen oder auf deren Ebene mitspielen kann. Eine Persönlichkeit in der Geschichte, ein Staatsoberhaupt, spielt eine ziemlich große Rolle. Eine Entscheidung kann auf die eine oder andere Weise verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen. Damit so etwas nicht passiert, dürfen solche Persönlichkeiten über keine Kompetenzen verfügen, die der globalen Steuerung Schaden zufügen könnten. Was den Tourismus betrifft, sehen Sie, wie alles auf ein Segment reduziert wird, damit nur sehr reiche Leute die Flugreisen und die Unterkunft in 4- oder 5-Sterne-Hotels bezahlen können,
die Möglichkeit haben, Urlaub zu machen. Und diejenigen, die mit verschiedenen Linien und anderen Billigflügen geflogen sind, der Bereich der Billigreisen wird geschlossen. Man versucht ihn einfach und banal zu ersticken. Ich wiederhole, das Ziel des globalen Prädiktors besteht jetzt darin, die Nationalstaaten nach dem Prinzip Teile und Herrsche hermetisch abzuriegeln. Zuerst brauchten sie eine gewisse Vereinheitlichung, um den Technologieaustausch zu ermöglichen. Und jetzt muss abgekoppelt werden. Diese Phase ist jetzt im Gange. All diese Prozesse, über die wir heute gesprochen haben, sind leicht zu erkennen, wenn die Menschen das Wissen der Konzeption gesellschaftlicher Sicherheit und der hinreichend allgemeinen Theorie der Steuerung beherrschen. Die Funktionsweise des Staates, die Methoden der Kriegsführung, sowohl der konventionellen Kriegsführung als auch solcher Manöver wie das Coronavirus und die Grundlage der nationalen Wiederauferstehung des Staates Russland, der eigenständigen Zivilisation Russland. All dies haben wir bereits vorab in den folgenden drei Werken niedergeschrieben: Staat, Krieg und Bolschewismus. Lesen Sie diese Arbeiten. Lesen Sie die umfangreichen Bücher des internen Prädiktors der UdSSR. Werden Sie konzeptuell mächtig. Anmerkung der Übersetzung: Die Arbeiten sind momentan nur in russischer Sprache verfügbar. Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.fktdeutsch.wordpress.com. Ich wünsche Ihnen Glück und einen friedlichen Himmel über Ihrem Kopf. Bis zum nächsten Mal. Счастья. До следующих встреч.